Frau Dr. Hahn, beim diesjährigen DOC-Kongress in Nürnberg haben Sie einen Vortrag zum Thema IOL gehalten. Worum ging es in diesem Vortrag? Es ging bei meinem Vortrag um Monofokal-Plus-Linsen. Das sind, wie der Name schon sagt, Monofokallinsen, das heißt Linsen, die den Brennpunkt in der Regel in der Ferne haben und als Plus eine geringe Tiefenschärfe bieten. Diese Linsen gehören meiner Meinung nach als Untergruppe zu den EDOF-Linsen, die bereits länger auf dem Markt sind. EDOF- und Monofokal-Plus-Linsen, die ja gerade so im Fokus stehen, unterscheiden sich also gar nicht so sehr voneinander. Die EDOF-Linsen sind eine heterogene Gruppe von Intraokularlinsen mit unterschiedlichen optischen Prinzipien. Und die EDOF-Linse an sich muss ein bestimmtes Kriterium bei der FDA und bei der American Academy of Ophthalmology erfüllen. Das heißt im Grunde, dass diese Linse in der Tiefenschärfe eine Addition von mehr als einer Dioptrie bieten muss. Die Monofokal-Plus-Linse erreicht dieses Kriterium nicht und wurde deswegen anders benannt, ist aber von der Funktion her ähnlich, jedoch bietet die EDOF-Linse ein besseres Sehen in der Nähe und im Intermediärbereich als die Monofokal-Plus-Linse. Der Lebensstil der Menschen ändert sich ja gerade. Statt Zeitungen und Büchern lesen wir unsere Texte auf Laptops und auf Smartphones. Wie wirkt sich das auf die Wahl einer IOL aus? Also man merkt einfach den Trend, dass das Intermediärsehen, das heißt Laptop, Tablet, auch Tacho und Menü im Restaurant immer wichtiger werden und der Patient jetzt quasi einen Paradigmenwechsel von ich möchte nur scharf sehen in die Ferne, eine Lesebrille ist okay, das war früher so und jetzt geht es mehr um ein funktionelles Sehen, das heißt der Patient hat einen höheren Bedarf in der Nähe zu sehen aufgrund dieser veränderten Lebensumstände. Die Presbyopie, die Altersweitsichtigkeit, betrifft 1,8 Milliarden Menschen auf der Welt. Das sind unglaublich viele Menschen, die mit dieser Altersweitsichtigkeit zu kämpfen haben. Und insofern sollen EDOF-Linsen, Multifokallinsen und Monofokal-Plus-Linsen diese Lücke schließen und eine Möglichkeit bieten, brillenunabhängiger zu werden. Stichwort Mix and Match. Welche Vorteile bietet denn die Kombination unterschiedlicher Linsen? Mix and Match gibt es insofern schon länger, weil die Monovision oder Mikromonovision, die wir operiert haben, das heißt, das dominante Auge wird auf die Ferne ausgerichtet, das nicht dominante Auge ein bisschen minus belassen. Das war bis jetzt Mix and Match. Und jetzt hat man die Möglichkeit, mit unterschiedlichen Intraokularlinsen einen ähnlichen Zustand zu erreichen. Ist sicher kein Standard und muss mit dem Patienten genau besprochen, eventuell auch im Kontaktlinsenversuch ausprobiert werden. Aber meine Empfehlung ist da, am besten Linsen aus einer Linsenfamilie oder einer Firma zu wählen, um die optischen Nebenwirkungen zu verringern. Als Beispiel wäre jetzt zum Beispiel es so, dass ich in das dominante Auge eine EDOF-Linse implantieren würde und in das nicht dominante eine Multifokallinse. Das dominante Auge hätte somit etwas besseres Sehen in der Ferne und dafür geringere Tiefenschärfe. Das nicht dominante Auge hätte ein noch besseres Sehen in der Nähe, jedoch dafür vielleicht ein paar mehr optische Nebenwirkungen, die zum Beispiel beim Autofahren stören könnten. Nach welchen Kriterien suchen Sie denn die Linse für den jeweiligen Patienten aus und wie wichtig ist dabei das Vorgespräch? Also wenn ein Patient bei uns zur Kataraktvoruntersuchung kommt, hat er gewisse Wünsche und Erwartungen, die wir versuchen zu erfüllen. Darüber hinaus gibt es Ausschlusskriterien, die wir mithilfe der Pentacam messen können, zum Beispiel Hornhautbeschaffenheit, Augenvorerkrankungen und dann auch spielen die Augenlänge, also ein sehr hyperopes oder ein sehr myopes Auge hat andere Voraussetzungen für die Katarakt-OP und auch für das Auskommen des OP-Ergebnisses. Und das muss genau mit dem Patienten besprochen werden. Darüber hinaus sind wichtig die Berufswahl, persönliche Hobbys. Ich werde einem Berufsfahrer sicher keine Multifokallinse
empfehlen, wenn er im Grunde genommen das beste Sehen in die Ferne haben möchte. Genauso wie einem Fotografen werden optische Nebenwirkungen sicher mehr stören als jemand, der aktiv, aber nicht so differenziert in der Ferne sehen muss. Und wie sieht es mit den Kosten dieser Linsen aus? Die Monofokallinse wird derzeit von der Krankenkasse getragen, die Sonderlinsen, Presbyopie korrigierende Linsen nicht. Und vom Preissegment würde ich sagen, ist die günstigste Linse die Monofokal Plus Linse. Dann kommt die EDOF Linse und dann die Multifokallinse. Darunter gibt es auch noch, also die am günstigsten, die jetzt nicht Presbyopie korrigierende Linse, ist die asphärische Linse, die eine ein erhöhtes Kontrastsehen und eine geringere Blendempfindlichkeit beim Fahren und in der Dämmerung bietet. Welche Trends erwarten Sie in der Zukunft bei der Entwicklung der IOL? Die Technik versucht ja so gut wie möglich die Akkommodation des Auges zu simulieren. Und bis jetzt ist noch nicht gelungen, das so nachzuahmen, dass dieser Zustand erreicht werden kann. Das muss man auch dem Patienten sagen. Ich erwarte von der Technik, dass noch weniger optische Nebenwirkungen sowohl bei den Multifokal- als auch EDOF-Linsen entstehen werden. Und ob eine akkommodative IOL jetzt entwickelt wird in naher Zukunft, steht noch in Frage. Es sind sicher viele Versuche, die gemacht werden. Und vielleicht aber auch liegt die Lösung woanders, dass das Altern der Linse vielleicht genetisch beeinflusst wird oder es spezielle Kontaktlinsen gibt. Ich hoffe natürlich, dass der Linsenmarkt da sich weiter so entwickelt und so schnell entwickelt, wie das in den letzten Jahren war. Vielen Dank für das Gespräch.